Hallo, guten Abend. Bin mal gespannt, wer da ist. Ja, ich habe schon ein bisschen den provokanten Titel gewählt, oder? Bin ich erwacht? Bin ich erleuchtet? Bin ich ein Medium? Ja, nein. Ja, mal warten noch, bis ein paar kommen. Hallo, hallo, Anke. Ja, geil, das war ein provokativer Titel, oder? Bin ich erwacht? Bin ich erleuchtet? Bin ich ein Medium? Ja und nein. Und ich sehe auch ein bisschen hier strubbelig und zerzaust aus, weil ich war vorher noch in der Badewanne, als ich gedacht habe, so, hallo, Angelika. So, jetzt mache ich endlich dieses Live, dieses nackte Live, dieses rohe Live über diese Dinge, die mir in meinem Kopf, die immer mehr Klarheit kriegen und immer mehr Klarheit kriegen. Und mittlerweile habe ich wirklich ein Bild von einer Vorstellung, um was es geht, warum wir hier sind, wer wir Menschen sind. Der Titel von der Gruppe heißt ja auch, finde heraus, wer du wirklich bist. Und das ist für mich eigentlich nie so der Punkt gewesen. Ich dachte, ich muss wissen, wer ich bin, ich muss wissen, wer ich bin. Ich habe immer wissen wollen, wie es funktioniert. Und ein wichtiger Teil davon ist auch, ja, dass wir wissen, wer wir sind, wo wir herkommen, was wir hier wollen. Und das habe ich, es war immer alles so und intergalaktisch. Dich und dann haben andere irgendwelche Medien gechannelt und Abraham Hicks, ja, da habe ich ja auch, also Jahre gehört, zugehört, um zu verstehen. Und ich habe eigentlich immer verstanden, aber ich habe nie richtig verstanden. Also ich habe immer verstanden, ja klar, logisch, so geht's und es stimmt und irgendwie habe ich auch Gesetz der Anziehung verstanden, aber es waren immer noch ein Haufen Fragezeichen da für mich. Und dann natürlich auch mit Heilung oder Gesetz der Anziehung und Heilung, Heilung von Seele, Heilung von Körper, ist es was Unterschiedliches? All diese Sachen. Was heißt, wenn einer erwacht ist? Was heißt erleuchtet sein? Und mittlerweile sage ich, okay, wenn du für dich kapiert hast, was du hier sollst, warum du hier bist und wie du das Leben aus dir heraus kreieren kannst, wenn du das felsenfest genagelt hast für dich, wenn das dein Leitfaden ist, wenn das ist, woran du dich orientierst, wenn du da ein Wissen hast, dann würde ich mal sagen, bist du erleuchtet. Das finde ich mit erleuchtet. Nicht irgendwie, oh, ich bin jetzt keine Ahnung, was erleuchtet heißt. Was heißt es für viele? Ja, irgendwie so, ja, so dieses Mönchsein, oder? Die Mönche sind ja erleuchtet, oder? Die haben ja dann überhaupt keine. Sie wollen nichts mehr und die sind in ganz tiefem Frieden und so weiter. Das ist ja so die klassische Form von erleuchtet sein. Hat vielleicht jemand Lust, mal kurz hinzuschreiben, was für euch erleuchtet ist? Was heißt für euch? Was stellt ihr euch vor, wenn einer erleuchtet ist? Wie ist der dann? Und ja, das sind diese Fragen. Also, wann bist du erleuchtet? Wann bist du erwacht? Wann ist es so? Also für mich ist es so, ich bin erleuchtet, ich bin erwacht, wenn ich schnall. Wenn ich es endlich kapiert habe, wer und was und wo und weshalb die Sachen so sind, wie sie sind. Ja? Das ist für mich eigentlich so erleuchtet. Ich weiß, also viele stellen sich vor, ja, der Erleuchtete, der sitzt da und hat irgendwie auch kein Ego mehr und so weiter. Aber für mich ist es anders. Aber würde gern wissen, wie das für dich ist, wo du jetzt zuschaust. Was heißt es für dich erleuchtet? Oder auch Medium, ja? Was sind Medien? Medien channeln was.
Ja, was channeln denn die? Was channelt ein Medium? Was? Dann bin ich nicht von dieser Welt, wenn du erleuchtet bist. Meinst du so, Maria? Wenn du erleuchtet bist, bist du nicht von dieser Welt. Okay. Und von welcher Welt bist du dann, wenn du erleuchtet bist? Oder von welcher Welt sind dann die Erleuchteten? Das sind alles doch so Fragen, oder? Auch wenn, ja, wieso kann man Tote channeln, ja? Wer channelt Tote? Wie werden die gechannelt? Ich habe alles kapiert, aber nur im Kopf. Ich denke, wenn ich es wirklich fühlen kann. Aha, also wenn du es fühlen kannst, erleuchtet, also sagen wir mal so, du denkst, man muss es fühlen, wenn man erleuchtet ist. Ist es das? Schreib vielleicht noch mal ganz kurz. Und wo sind die Toten, oder? Wo sind die Toten? Wieso können manche die Toten channeln? Dann gibt es 100.000 Wesenheiten, die Menschen channeln mit unglaublichen Namen. Okay, ja. Also, wenn du es fühlen kannst. Gut, dann die nächste Frage. Wie fühlt sich's an, wenn du erleuchtet bist? Wie fühlt sich das dann an? Was glaubst du, wie sich das anfühlen muss, wenn du erleuchtet bist? Das sind echt gute Fragen, ich sag's euch. Und wir alle stellen uns doch die früher oder später, weil wir ein inneres Wissen haben. Wir haben ein inneres Wissen und wir spüren das auch. Und zwar spüren wir, was sich gut anfühlt und was sich nicht gut anfühlt. Wir merken das. Und warum fühlen sich Dinge gut an und warum fühlen sich Dinge nicht gut an? Warum haben wir da so ein Gefühl? Warum werden wir auch, wenn sich Sachen nicht so funktionieren, oder warum werden wir so traurig, wenn uns irgendwas verletzt und so weiter? Weil sich das alles nicht gut anfühlt. Und die Antwort, die ich für mich habe, warum fühlt sich das alles nicht gut an? Weil es nicht wahr ist. Ah, dann bin ich im Gefühl der Liebe und der Wahrheit. Wenn du erleuchtet bist, bist du im Gefühl der Liebe und der Wahrheit. Okay, die Verbindung hakt sehr, es stockt. Das ist aber schade. Also, ich sollte eigentlich eine gute Verbindung haben. Ich gehe mal, weiß nicht, ich kann nicht mal gucken. Naja, ich mache jetzt mal weiter und hoffe, dass es besser wird. Also, genau. Wenn ich erleuchtet bin, bin ich im Gefühl der Liebe und der Wahrheit. Mega cool, danke Angelika, so macht es viel mehr Spaß. Und warum, und das ist bei dir nicht der Fall, richtig? Also du bist nicht erleuchtet, weil du bist nicht im Gefühl der Liebe und der Wahrheit. Habe ich das richtig verstanden? So ist jetzt so dein Mindset, das ist das, was bei dir vorgeht. Und das ist genau das, oder? Wir wollen alle in dieses Gefühl der Liebe reinkommen. Aber irgendwie geht's nicht, ja? Irgendwie geht's nicht. Und das sind eben genau diese Sachen. Ich bin dann erleuchtet und erwacht, wenn ich nur noch Om und Liebe spüre. Kann ich unterschreiben, würde ich jetzt mal sagen, ja. Aber darf man sich dann nichts mehr wünschen? Darf man dann keine Ziele mehr haben? Hat man dann keine Träume mehr? Was ist denn mit der Berufung? Für was ist man denn da? Nur um Liebe zu fühlen? Also nur um zu fühlen? Oder auch um zu tun? Das ist dann die nächste Frage, oder? Und für mich war eben aus der Frage heraus, gut, wer bin ich nicht? Wer bin ich nicht? Also, wer bin ich falscherweise? Weil, wenn ich ja richtig wäre, dann wäre ich erwacht. Aber scheinbar bin ich ja nicht erwacht. Also, was ist denn dann falsch an mir, oder? Dann kommt nämlich die Frage, was ist denn falsch an mir? Was muss ich anders machen, um Liebe zu verteilen? Ganz genau. Und genau, und warum machst du das nicht? Warum verteilst du nicht Liebe?
Also, du bist hier, um das Gefühl der Liebe und der Wahrheit zu haben und um Liebe zu verteilen. Das ist für dich deine Wahrheit. Nun, was fehlt? Was fehlt? Was macht man noch falsch, oder? Was macht man noch falsch? Warum mache ich es nicht? Warum mache ich es nicht? Und nochmal diese ganze Information. Welche Information ist da? Was weißt du? Warum machst du es nicht? Was geht in uns vor? Was hemmt uns als erwachte Menschen? Wieso sind wir nicht erwacht? Warum sind wir nicht erleuchtet? Wie wär's, wenn wir alle eh erleuchtet sind? Weil, wie wär's, wenn wir sagen würden, ja, wir sind alle erleuchtet? Weil wenn wir nicht erleuchtet oder nicht erwacht wären, dann wären wir nicht hier. Ich verteile Liebe schon, aber ich spüre meine Essenz zu wenig. Okay, und warum spürst du deine Essenz zu wenig? Das ist nämlich genau das, womit wir alle kämpfen. Und das ist so schön, dass die Angelika da jetzt mit mir ein bisschen kommuniziert. Und zwar geht es wirklich um das. Und es ist, kennt ihr das? Das heißt doch auch immer, es ist die Trennung. Es ist die Trennung. Wir fühlen uns getrennt. Wir sind getrennt. Und das ist genau dieser Punkt. Das ist nämlich die Illusion der Trennung, das sagt man ja auch immer, aber was heißt jetzt diese Illusion der Trennung? Eine Illusion ist ja was, was nicht wahr ist, ja, was nicht stimmt. Also, hallo Doreen, also leben wir aus der Illusion der Trennung. Und vielleicht ist genau das der Punkt, dass wir davon ausgehen, wir müssten eine Trennung auflösen. Aber vielleicht ist ja die Wahrheit, dass wir gar keine Trennung auflösen müssen, sondern dass wir uns gewahr werden müssen, dass wir gar nicht getrennt sind, dass gar keine Trennung jemals da war. Oder? Und wenn man es nämlich jetzt so anschaut und sagt, ja gut, dann gebe ich jetzt mal die Illusion auf, dass ich von der Essenz, von der Liebe getrennt bin, weil es nämlich gar nicht so ist, weil die Wahrheit nämlich die ist, wer ich in wirklich bin, ist jemand, der nicht getrennt ist, der überhaupt nicht getrennt ist von der Liebe, der überhaupt nicht getrennt ist. Aber wieso glaube ich denn dann, dass ich getrennt bin? Und das ist das, was mir so klar geworden ist. Wir müssen andere Dinge verstehen. Wir müssen andere Dinge wissen über uns und was das eigentlich bedeutet, in der Liebe zu sein. In der Liebe zu sein ist in der Wahrheit zu sein. Und wenn du Lügen glaubst. Lügen wie du bist nicht gut genug. Lügen wie du kannst irgendetwas falsch machen. Lügen wie was hast du geschrieben? Jack kommt nach der Erleuchtung Wäsche waschen und Kartoffeln schälen. Ja, wahrscheinlich genau das, oder? Weil Erleuchtung ist echt nur, du schnallst es endlich. Du schnallst, dass dir noch niemand die Wahrheit gesagt hat. Du schnallst endlich, dass du Lügen aufgesessen bist, dass es keine Trennung gibt und dass es noch niemals eine Trennung gegeben hat. Und dass es quasi wie eine Lügenwelt gibt und es gibt eine Welt der Wahrheit. Und diese Welt der Wahrheit, das ist die Welt der Liebe. Das ist die ganze Essenz der Liebe. Das ist die ganze Essenz, wie sich Liebe anfühlt als Qualität. Und das ist wiederum eine Energie. Und das ist wiederum eine Schwingung, logischerweise. Und zwar eine hochschwingende Schwingung.
Und das Einzige, was uns von diesem Hochschwingendsten trennt, ist verdammte Lügen. Sind Sachen, die einfach nicht stimmen. Sachen, die uns unsere göttliche Herkunft aberkennen. Ja? Stell dir vor, du kommst auf die Welt und dann sagen deine Eltern zu dir: Hallo, ich nehme jetzt wieder die Angelika. Hallo, Göttin Angelika. Willkommen in deinem Königreich. Stell dir das mal vor, du wirst so aufgezogen mit all der Power, mit all der Kraft. Immer unterstützt, immer hochgehoben, immer wieder in die Wahrheit und in die Klarheit hin erzogen. Stell dir das mal vor, all diese ganzen Lügen wären weg. Und dann wüsste auch jeder, dann würde unser Unterbewusstsein gar nicht mit diesem Lügen-Bullshit voll sein und aus dieser niederen Schwingung heraus irgendwelches Zeug kreieren, das wir gar nicht wollen. Sondern dann wäre unser Herz rein. Dann wäre unser Herz rein. Dann würde das alles schon so schwingen in uns, in unserer Wahrheit, in unserer Göttlichkeit. Dann müsste keiner mehr irgendwelche Seminare machen, die Weiblichkeit und die Göttlichkeit in sich zu finden, weil dann ist es Logo. Dann ist es Logo, dass jeder so ist. Und dann ist es auch absolut nicht schwer, einfach bedingungslos zu lieben, weil du weißt, es ist nicht gefährlich, bedingungslos zu lieben. Es kann mir nichts passieren. Es kann mich niemand verletzen. Es kann mich niemand degradieren. Es kann mich niemand klein machen. Ich kann auch gar nicht zu schlecht sein, weil ich ja von Geburt an schon ein perfektes, erleuchtetes, liebendes Essenzwesen bin. Also ist unser einziges Problem zu glauben, dass wir nicht erleuchtet sind, zu glauben, dass es irgendetwas gibt, was uns wehtun kann. Und da gibt es echt, das sind natürlich Hammer Sachen, ja? Verlust, Verluste, Trauer, all diese Dinge. Wenn du es wirklich knallhart durchfährst und es so knallhart durchfährst, dass du keine Angst mehr hast, auch keine Angst mehr vorm Tod, weil du den Unterschied kennst zwischen der Göttlichkeit deiner Energie, deines Seinszustandes in der nicht-materiellen Welt, dann passieren zwei Sachen. Dann verlässt du dich nicht mehr auf diesen Körper als Identifizierungsapparat, sondern lebst aus deiner Essenz, wie man es oft schon sagt, aus deiner Göttlichkeit, aus deiner Spiritualität, aus deiner non-physischen Identität heraus und spiegelst durch deinen Körper als Hilfsmittel deine Liebe, deine bedingungslose Liebe und manifestierst aus dieser Unendlichkeit, die sich eben riesengroß, riesenschön, ohne Limite, ohne Einschränkungen anfühlt, manifestierst du ein wunderbares Leben hier für dich und damit logischerweise auch für die anderen. Und dann ist es natürlich echt ein Spagat. Und zwar ein kompromissloser Spagat, weil wenn du alles glaubst, dass es wirklich so ist, dann kann auch dein Körper nicht krank sein. Wenn dein Körper krank ist, dann ist es eine Reflexion von Lügen aus deinem Unterbewusstsein. Und jetzt wird es echt heftig, ja, diese ganzen Geschichten, so und so schlecht essen macht krank. Du kannst dich erkälten, es gibt heilbare Krankheiten. Wenn es aber tatsächlich so ist, dass dein Körper selber nicht beseelt ist, ja, dass da
überhaupt kein Fehler in deinem Körper drin ist, wenn er, sag ich mal, mit der richtigen Energie oder mit der Wahrheit, mit der Liebe, mit der Reinheit 100% in Kontakt ist und keine Dreckslügen mehr glaubt, dass er irgendwie kaputt ist, falsch ist, verletzt worden ist, Traumata hat und so weiter und so fort. Wenn du das alles aus deinem System rausbringst und du kapierst, dass ein Körper Gottes, sage ich jetzt mal, ein Körper einer Göttlichkeit keinen Fehler haben kann und auch kein Problem haben kann mit irgendeinem Essen, weil er immer die Substanz der absoluten Perfektion, der absoluten Liebe, der absoluten Wahrheit ist. Und alles, was schlecht ist, ist Lüge. Alles, was schlecht ist, ist nicht wahr. Alle Rückschlüsse auf Schlechtes, auf Böses, auf Gemeines sind nicht wahr. Und wenn du das alles so krass wahrnimmst, dann merkst du plötzlich auch übrigens, was Dr. Joe Dispenza will, wenn er sagt, halte deinen Verstand raus, geh in diesen Raum ohne Zeit, ohne Ort, ohne Objekt, ja, ohne Substanz. Da ist dann keine Substanz mehr drin. Und dann passiert ja oft, wenn die Leute sich da voll drauf einlassen, wenn sie sich voll drauf hingeben, wenn ihr die Testimonials gehört habt, dann passiert es ja oft, dass irgendwie eine Energie kommt, dass irgendeine Transformation plötzlich stattfindet, dass sie unglaubliche Liebe spüren, dass sie einfach nur Liebe in einem höchsten, höchsten Ausmaß spüren. Und dass dann von dieser Energie plötzlich alles reingewaschen wird und dass die Leute gesund werden. Und das ist eben genau das, weil in dem Moment diese Energie so dominant ist, diese Information der Wahrheit so dominant ist, dass sie alle Lügen auslöscht. Weil das ist die Energie unserer Wahrheit, unserer Liebe, wo wir draus gemacht sind, wenn wir uns nicht mit dem Körper identifizieren, wenn wir uns mit gar nichts aus Substanz oder Materie identifizieren. Und dann fährt, wenn du das schaffst, dann fährt diese Energie ein und sie informiert dich komplett tomato neu. Und jetzt kommen wir auch wieder zu dieser Sache, ja, bin ich ein Medium geworden, was ich damit sagen will. Wenn du diese Energie als dominante Energie und Information für dich akzeptierst, dann bist du ein Medium für die Wahrheit und dann findest du raus, was das ganze Zeugs hier soll, warum du hier bist. Und dann musst du auch keine Bücher mehr lesen, weil der Witz ist, ich habe das Ganze, was ich euch jetzt erzähle, was für mich jetzt sonnenklar ist, das steht in zig Büchern. Die habe ich aber nicht gelesen. Ich habe viele im Nachhinein gelesen und Bestätigung gesucht und wie gesagt, aber die Info ist da für jeden und deswegen ist auch jeder ein Medium, sobald er den ganzen dünnen Sinn, der hier verzapft wird von Abhängigkeiten und von Gefahren, Gefahr ist auch eine größte Gefahr für uns, für die Wahrheit. Die Wahrheit möchte keine Angst haben und sie möchte auch nicht in Gefahr sein, weil sie es nicht ist. Die Angst halt ist nicht in Gefahr und du brauchst auch keine Angst zu haben, wenn du in der Liebe und in der Wahrheit bist und tatsächlich diese Wahrheit hundertprozentig lebst und dann wirklich keine Angst mehr hast vor irgendetwas, was deinen Körper, deine körperliche Hülle bedrohen könnte. Und deswegen sage ich, ich will es nicht zu lang machen, ihr könnt nachher noch was fragen. Jeder ist ein Medium. Je weniger irgendwelche Beschränktheiten oder irgendwelche Urteile oder Beurteile oder Bedingungen in sein Leben reinnimmt, desto mehr ist er mit der Wahrheit verbunden.
Und desto mehr kriegt er diese Informationen selber. Und die kommen. Und die sind ganz, ganz leicht anzufragen. Und da braucht es kein Hokuspokus, sondern du musst nur die Bereitschaft äußern und klar sagen, okay, ich bin bereit, ich möchte bitte die Wahrheit wissen. Ich möchte wissen, was stimmt. Weil die Sachen, die sich scheiße anfühlen für dich, die dich verletzen, die dir Angst machen, die dich heruntermachen, die dir irgendwie sagen, dass du nicht ein göttliches Wesen bist, göttlich in diesem Sinn, in höchster Qualität, in höchster Liebe, in höchster Feinheit, in höchster Großherzigkeit, in höchster Bedingungslosigkeit. Alle diese Infos, wenn die auf dich treffen, dann sind sie nicht schön, dann fühlen sie sich scheiße an. Sie verletzen dich, weil sie lügen. Ja, alles, was dich verletzt, ist eine Lüge. Das kannst du dir ganz dick und fett aufschreiben. Alles, was dir Angst macht, ist eine Lüge. Alles, was dir Angst macht, bedroht nur die Wahrheit. Und es kommt dir so vor, als würde es deine Physikalität bedrohen. Aber nachdem du deine Physikalität gar nicht bist, sondern etwas Spirituelles, ein geistliches, liebendes, wunderbares, göttliches Wesen, das einfach hier ist, um das zu zeigen auf seine eigene individuelle Art und Weise, die nie falsch sein kann. Egal, wie du es zeigen möchtest. Und jedes Mal, wenn du glaubst, ich kann das nicht, ich bin nicht liebenswert genug oder ich liebe nicht genug oder ich mache das nicht genug, ich mache das nicht genug, bist du wieder einer verdammten Lüge aufgesessen. Und je mehr und mehr du da in diese Klarheit und in diese Wahrheit kommst und wirklich krass, krass, krass nach dieser Wahrheit lebst, und alle falschen Vorstellungen, alle Überzeugungen, die dich oder andere schlecht machen oder verurteilen, beurteilen, vergleichen, besser, schlechter. Nein, wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich. Wir haben nur alle ein verschiedenes, blödes Lügenkonzept, wo wir das echt glauben. Und diese Lügen, die habe ich dann insbesondere aufdecken können, wenn es um Heilung geht und um Krankheit geht und um Regeln der Krankheit und verschiedene Namen von Krankheiten und verschiedene Auswirkungen von Krankheiten und Bücher, die darüber geschrieben wurden und jeder versucht, irgendwelche Auslöser für irgendwelche speziellen Krankheiten zu machen. Es gibt einen einzigen Auslöser für jede blöde Krankheit und das ist, dass du verdammt nochmal Lügen aufgehockt bist, deswegen Schiss hast und deswegen irgendwelche Sachen über dich glaubst, die deiner Reinheit, deiner Göttlichkeit und deiner Perfektion widersprechen. Und solange du irgendetwas in diese Richtung glaubst, sagt dein Körper, zeigt er dir das. Und wenn du in das, was du wirklich bist, reingehst, in dieses klare, reine, liebende, göttliche, zarte, wunderbare Wesen, das du nicht verdienen musst, das dir nicht genommen werden kann, sondern dass du eigentlich immer bist, wenn du nicht in der Lüge lebst, dann wirst du gesund sein müssen. 100%. Es kann nicht sein, dass dann Krankheit irgendwo einen Platz hat. Weil, ich sag's jetzt mal so, die göttliche Intelligenz, die Perfektion und Liebe schaffen will, glaubst du tatsächlich, die schafft kranke Körper? Das heißt, wenn du diese Trennung aufhebst, wenn du diese Lügen rausnimmst, dann wirst du gesund, dann wird dein Körper in deine Urenergie aufnehmen, deine Wahrheitsenergie. Wenn du die da reinbringst und wenn du die rumträgst, kannst du nicht krank sein. Und ich meine, ich habe das jetzt so weit verfolgt, wirklich, ich glaube krasse Sachen. Ich glaube, dass Zähne nachwachsen können. Ich glaube tatsächlich, dass Blinde sehen können. Ich glaube, dass Gliedmaßen nachwachsen können, wenn wir das zur absoluten Klarheit bringen.
Ich meine, es gibt ja schon Leute, die können irgendwie Gift trinken. Wim Hof, der kann in der Kälte sein, weil er nicht sein Körper ist. Leute können ohne Essen leben, weil sie nicht ihr Körper sind, weil das alles nicht stimmt, diese Regeln, die wir uns auferlegt haben. Und je mehr und mehr wir aus diesem menschlichen Denken rausgehen und aus diesen menschlichen Zusammenhängen rausgehen und mehr in dieses göttliche, ganz einfache Wissen reingehen und aus dem heraus rausleben, desto weniger werden wir Mangel leiden, sei es Mangel in Gesundheit und sei es auch finanziellen Mangel, weil das alles menschengemachte BS ist. Bullshit. Das haben Menschen gemacht, die in der Lüge gelebt haben. Adam und Eva, diese Story, wenn man sie richtig deutet, dann ist es eigentlich dieser Ursprung, dass man angefangen hat, aus diesem göttlichen Denken, aus diesem Gottbewusstsein, ja, aus diesem reinen Bewusstsein. Dr. Joe Dispenza nennt es halt das Feld oder was auch immer. Es gibt so viele Namen, aber als wir da rausgefallen sind, haben wir aufgehört zu wissen, wie sich's dort anfühlt. Und das war auch so mein großes Ding. Okay, da bin ich in diesem Feld, aber bin mit meinem menschlichen Bewusstsein in einem Feld eingetreten. Mein menschliches Bewusstsein hat nichts zu tun in diesem Feld. Und solange mein menschliches Bewusstsein und meine menschlichen Überzeugungen in diesem unendlichen Feld drin sind, ist da diese Trennung. Da ist diese Trennung, da kann ich in ein Feld, aber ich bin nicht ganz da, ja? Und da und verbunden kann ich eben nur sein, wenn ich diese ganzen menschlichen Ängste und Glaubensgeschichten, Einschränkungen echt ablege. Und für mich war das halt das Klarste. Ich kann nicht glauben, dass etwas nicht heilen kann, wenn ich mich heilen will, wenn ich will, dass dieser Körper heilt. Aber ich kann auch nicht glauben, dass ich irgendwie unheil bin. Ich kann auch nicht glauben, dass ich irgendwelche Traumata in mir habe. Ich kann auch nicht glauben, dass ich irgendwas noch aufarbeiten muss oder abarbeiten oder Sühne, Sünde, Groll und was weiß ich nicht was, diese ganzen Geschichten. Solange ich so Zeug glaube, glaubt mein Körper nicht, dass ich perfekt bin, dass alles gut ist. Ja, diese kleinen Kleinigkeiten, die halten uns immer wieder zurück und die müssen wir aus dem Weg räumen, aus dem Weg räumen, aus dem Weg räumen. Jede Lüge aufdecken und sagen, hey, es kann nicht sein. Wenn ich ein göttliches Wesen bin, wenn ich hier bin, um die Göttlichkeit zu repräsentieren und zu leben aus absoluter Fülle, aus absoluter Liebe, aus absoluter Großartigkeit, dann kann doch der andere Quatsch gar nicht sein. Dann kann es ja gar nicht stimmen. Also, es ist ein bisschen abgefahren, vielleicht, aber ich weiß, ich bin nicht die Erste, die das sagt. Ich sage es jetzt halt auf meine Art und Weise. Und deswegen sage ich euch, ich bin für mich erleuchtet. Yes, so ist es. Erleuchtet bin ich für mich, weil ich es für mich, für mein Konzept ist sonnenklar. Ich weiß, dass es so ist und wenn irgendwas in meinem Leben nicht diesem göttlichen Konzept entspricht, dann liegt es daran, weil ich irgendwelche Lügen noch glaube. So einfach ist es eigentlich. Und wieso bin ich ein Medium? Weil ich die Wahrheit kenne und weil diese höhere Intelligenz, weil die immer das Gleiche spricht. Und weil auch da nicht irgendwelche sonstige Wesen oder was weiß ich nicht was mit irgendwelchen Namen irgendwelche Sachen machen aus meiner Sicht, sondern es ist eine Intelligenz, es ist eine Wahrheit da. Und ob ich da jetzt noch Engel dazwischen tue oder aufgestiegene Masters oder sonst irgendwelche Entities oder mich und dich und 100.000 Seelen, wenn keine Lüge da ist, dann muss es immer die gleiche Info sein. Nochmal? Maria. Also,
woher ich die Information bekomme über die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Woher kriege ich die Information, dass hallo Susanne, dass alles Liebe ist? Woher kriege ich die Information, dass jeder Mensch perfekt ist? Woher kriege ich die Information, dass in keinem Wesen, ich lese es gleich, Wähler, in keinem Wesen irgendwas falsch ist, dass jeder wunderbar, dass ein das, keine Ahnung, ein, wie heißt Homeless, also einer, der unter der Brücke schläft, ist der genauso perfekt ist wie ich. Der Unterschied zwischen dem und ich ist, der weiß es einfach nicht, weil er Bullshit glaubt. Das ist der einzige Unterschied. Und da könnt ihr sagen, ja, aber die Leute in Afrika, die Armen, die glauben auch Bullshit. Und die Inder noch für mehr Bullshit. Mit ihrem Kastengedenken und so weiter und so fort. Und woher ich die Wahrheit channel, was ich mir da vorstelle in meinem Weltbild, ob das irgendwelche Wesen sind, ob das irgendwie intergalaktische whatsoever sind, wenn sich das gut unterbricht. Oh, wieso unterbricht's? Schade. Na, vielleicht nicht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Warte mal ganz schnell. So. Also, ich hatte echt eine schlechte Verbindung. Naja, jetzt sind noch ein paar wieder abgehauen. Macht nichts. Was hat sie jetzt geschrieben? Jetzt stecken wir mal kurz hier an. Wenn jemand Hilfe sucht bei einem Medium, sucht aus Unsicherheit, wie ist das dann mit Medien, die egoistische Ziele verfolgen und einen Menschen beeinflussen, bestimmte Dinge zu ziehen, sich zum Beispiel vom Menschen zu trennen und der Mensch, der Hilfe gesucht hat, denkt, das ist die Wahrheit und das ist die Liebe. Das ist Kacke! Das ist Kacke, genau, das ist Kacke! Und vielleicht, ich meine, ich sag's euch nur, ich war auch schon so verzweifelt. Ich habe tausende von Euros an so einer Line liegen lassen, weil ich so einsam war, weil ich so alleine war, weil ich so hilflos war, weil ich so verzweifelt war und weil sich alles so verdammt falsch angefühlt hat und weil mir keiner irgendwie eine Info geben konnte, die sich, Gott sei Dank, jetzt geht's weiter. Die Wahrheit ist selbst für die Verbindung zu hochschwingend. Oder, und das ist genau diese Geschichte, warum ich jetzt hier so laut meine Stimme raushaue, weil ich will nicht unterstellen, dass die das alles böse gemeint haben oder was auch immer, aber die wenigsten channeln die Wahrheit, weil wenn ich etwas channel, dann fühlt sich das gut an, dann ist das erhebend. Ich würde nie in meinem ganzen Leben jemandem irgendwas sagen, was er machen oder zu tun hat. Weil jeder Mensch hat in sich selber die Wahrheit. Niemand braucht ein Medium. Und niemand muss eine Bedingung erfüllen, um sich gut zu fühlen, um glücklich zu sein. Ja, niemand. Und solche Ratschläge, die sind halt aus meiner Sicht nicht aus der Liebe heraus. Weil wenn jeder Mensch bedingungslos glücklich sein kann, gesund sein kann, dann muss er dazu eben nichts erfüllen. Das ist ja die Krux. Wenn du schon perfekt bist, aber das einfach nicht weißt, musst du nichts erfüllen, um perfekt zu werden. Das ist genau der Punkt. Und das ist Schindluder. Die Wahrheit ist immer schön. Die Wahrheit ist immer voll Liebe. Die Wahrheit ist immer erhebend. Die Wahrheit bestätigt dein göttliches Sein. Und ich sag nicht, ja, wenn du nicht machst, dann hast du ein göttliches Sein oder den musst du verlassen. Nee. Ich weiß es. Ich hab's euch gesagt. Ich habe viel Geld verloren. Und ich war wirklich auch am Boden. Und ich wollte, dass mir jemand mich erhebt. Und es hat mich nie einer aus Herzen erhoben, weil er selber nicht konnte, weil einer, der die Wahrheit nicht kennt, einer, der die Liebe nicht kennt, der kann auch Liebe nicht channeln. Einer, der mir jetzt hier zuhört und noch keinen Draht hat zu dem, was ich jetzt sage, der kann auch nicht verstehen, was ich hier rede, was ihr offensichtlich, wo ihr mir zuhört, verstehen könnt. Und genau so ist es.
Aber wenn du einmal die Wahrheit weißt, dann kannst du nicht irgendwie jemandem einen Blödsinn erzählen. Das geht nicht, da kannst du nicht mehr zurück. Ja, genau, Einsamkeit, das ist ein Punkt, das ist der schlimmste Punkt. Und weil dir niemand die Wahrheit sagt, weil dir niemand sagt, wer du wirklich bist, weil dir niemand sagt, wie das Leben wirklich funktioniert und dass du eben niemals einsam bist, wenn du die Wahrheit kennst und wenn du sie eben in dir spürst. Das ist das, was die Angelika gesagt hat vorher. Oder ich will es spüren, ich will es wissen. Und das merkst du und spürst du eben nur, wenn du alle Bedingungen loslässt und sagst, okay, hey, liebende Intelligenz, du hast mich hierher gebracht. Du möchtest, dass ich deine Idee hier auf dieser Welt manifestiere in allem, dann führe mich. Dann sag mir die Wahrheit. Dann lass sie mich wissen und du wirst wissen, was die Wahrheit ist, wenn sie zu dir kommt, weil sie fühlt sich verdammt gut an, sie fühlt sich frei an, sie ist von nichts abhängig, sie ist an keine einzige Bedingung geknüpft und du kannst sie bitte alleine leben, du brauchst niemanden an deiner Seite. Und dann bist du frei, weil du brauchst nichts, aber du hast alles. Aber wenn du glaubst, alles zu haben, sieht eben so aus, wie deine kleine, klitzekleine Vorstellung in einem kleinen, beschränkten Raum, die entstanden ist, dann bist du natürlich nicht frei. Frei wirst du, wenn du keine Vorstellungen mehr hast, wie es aussehen muss, damit du glücklich bist. Weil du weißt, dein normaler Urzustand, deine Wahrheit ist glücklich zu sein. Und nicht, du bist glücklich, wenn dann. Du bist frei, wenn dann. Du bist sicher, wenn dann. Sondern du weißt, dass es dein Geburtsrecht ist, dass es die Wahrheit deiner Identität ist. Und keiner erzählte mir irgendeinen anderen Schlabberabab, was du alles tun musst, damit du dieses Recht einfordern kannst. Dann weißt du, dass du mit jemandem sprichst, der die Wahrheit redet. Aber sobald dir einer irgendwie, wenn an, so und so und so und so und so und so musst du es machen, damit du es haben kannst, damit du Leben so leben kannst, damit du glücklich sein kannst, dass du keine Sorgen mehr haben musst, dann stimmt es nicht. Du kannst, jeder macht es auf seinen Weg, weil jeder ist eine Ausgeburt des Göttlichen. Jeder, jeder, jeder. Und das Göttliche kann übrigens auch nicht einsam sein. Weil das Göttliche ist alles. Das Göttliche ist perfekt. Das Göttliche ist glücklich. Die liebende göttliche Intelligenz, die deine Essenz ist, die deine Wahrheit ist, die kann. Das geht gar nicht. Die kann auch nicht abhängig sein. Die kann nicht unterdrückt sein. Nichts. Und da echt reinzukommen, richtig tief und aus dieser Wahrheit dein Leben zu führen, ist eine ganz andere Nummer. Aber sie hat keine Bedingung. Und jeder weiß das. Und auch diese ganzen anderen Geschichten oder Dr. Joe Dispenza, diese Arbeit, auch Greg Braden, macht eine Herz-Hirn-Kohärenz. Aber einfacher ist diese Herz-Hirn-Kohärenz, Herz-Liebe, Hirn, die Information der Liebe zu wiedergeben und zu leben und als dein Orientierungsrahmen zu haben, das kannst du machen. Irgendwann mal, wenn du es schaffst, deinen menschlichen verlogenen Verstand daraus zu nehmen, dann kommt die Wahrheit als Info zu dir. Aber wenn du das annimmst, was ich dir jetzt sage, und dein Hirn danach auch schon trainierst, und jedes Mal, wenn es dir versucht, irgendwelche Lügen zu erzählen, dann sagst du, sorry, aber es stimmt nicht. Ich weiß es besser. Dann hast du ein bisschen schneller, bist du ein bisschen schneller unterwegs. Weil bevor du diesen menschlichen Verstand aus dem Weg räumst, immer wieder durch Meditationen und nach der Meditation kommt er immer wieder und sagt, hehe, ich bin aber noch da. Geht's echt schneller, wenn du den umerziehst und den beibringst, dass er sich anhand der Wahrheit orientiert. Und
Das ist das, was man lernen kann. Und außerhalb der Meditation. Meditation ist super, aber wenn du nicht bereit bist, diese wahre Identität anzunehmen und immer noch meinst irgendwie mit deiner alten Persönlichkeit oder mit irgendeiner anderen Persönlichkeit, die du dir zusammen reimst, meinst, in diesen göttlichen Raum zu gehen. Also sag ich es mal so, wenn du meinst, als ungöttliches Wesen in einem göttlichen Raum Erfolg zu haben und da diese Power und die Energie des Göttlichen für dich zu haben, dann klappt es auch nicht wirklich, ja? Weil du ja immer noch irgendwie Zweifel hast und doch noch du musst die ganzen Lügen wegräumen. Und dann passiert das Magische, dann passieren Wunder, dann passieren Wundergeschichten, die wir uns aus der Lüge heraus eben nicht vorstellen können. Aber für die Wahrheit, für die Liebe, für das, wo wir herkommen und für das, was wir da sind, ist es ganz normal. Oder? Das ist so normal, wie Jesus übers Wasser gelatscht ist, ja? Oder Brot manifestiert hat. Übrigens, Dr. Joe Dispenza hat uns erzählt in, wo war es? Sardinien. Er hat auch mal Brot manifestiert. Frisches Brot. Glaube ich mittlerweile. Damals habe ich gesagt, hä, spinnst? Brot? Glaube ich alles. Glaube ich. 100%. Weil entweder kannst du alles manifestieren, dann kannst du auch Brot manifestieren, oder kannst du auch Geld manifestieren. Und schon gleich 100.000 Mal Gesundheit. Aber nicht, wenn du glaubst, dass es irgendwelche Begrenzungen gibt. Genau, so schaut's aus. Also, ja, vielleicht ist das jetzt ein bisschen spooky, aber die Antwort ist ja, wir sind alle Medien. Nur die Frage ist, was channelst du? Lüge oder Wahrheit? Wir sind alle erleuchtet. Die Frage ist nur, glaubst du's? Nimmst du deine wahre Identität an? Dann ist die erleuchtet. Also, wenn du noch mehr von diesen Sachen, wenn du sagst, ja, weil für mich war das auch so, oh mein Gott, jetzt macht alles endlich Sinn. Endlich habe ich Antworten. Ich habe jetzt Antworten auf alles. Du kannst mich alles fragen. Ich nicht habe Antworten auf alles. Aber die Intelligenz, die mir alles gesagt hat, was andere auch schon in Büchern geschrieben haben, die hat Antworten auf alles. Da gibt es nichts, was ich keine Antwort habe. Also kannst mich alles fragen. Schreib's in die Gruppe. Ich weiß Antworten, das ist das Geilste, aber nicht ich, Patricia, sondern diese liebende Intelligenz. Du weißt auch Antworten. Wenn du unterscheiden kannst zwischen Angst und Lügen, dann weißt du auch Antworten. Keiner von uns braucht in Wahrheit irgendjemand anders. Wir brauchen uns nur gegenseitig, um uns immer wieder an die Wahrheit zu erinnern, weil halt die Lüge so dominant noch ist. Aber stellt euch mal vor, mehr Leute und mehr und mehr und mehr wissen die Wahrheit und leben aus der Wahrheit heraus, dann hat die Lüge auch keine so große Macht mehr. Also wenn du mehr wissen willst, Powerkurs, Magic Mind, da gibt's so Zeug. Wenn du das willst, wenn du aus dem rausleben willst und wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt da, ich will wirklich diese Power anzapfen, die in mir da ist. Ich will meine Wahrheit anzapfen. Ich will nicht, dass mir irgendeiner noch Scheiße erzählt. Ich will selber wissen, was richtig ist. Ich will meinen eigenen Kompass haben. Ich will aus dem rausleben, weil dann weiß ich, dann wird es leicht und dann wird es lustig. Und außerdem will ich eine sein, einer sein, der auf seine Art und Weise die Wahrheit verbreitet. Weil ich genau weiß, für das bin ich hier. Und ich weiß, dass jeder für das hier ist. Wir dürfen unsere Herkunft wieder verbreiten und dann wird es nämlich nett hier. So, ihr Lieben, haben Sie noch eine Frage, die da noch da sind, die noch nicht ausgestiegen sind? Ja, ansonsten machen wir doch Schluss.
Alles klar, Angelika, Herr Kommissar. Also es ist gar nicht mehr eine Frage. Wela, du hast mir so viel geschrieben, wenn du noch da bist. Doreen? Naja, ihr könnt ja auf jeden Fall noch weiter dazu schreiben. Fragen oder so. Oder auch Fragen zum Magic Mind. Das am nächsten Mittwoch starten wir mit genau dem. Genau dem und das zu verkörpern und das zu wissen und wirklich in diese Power reinzugehen und auch in diese Heilung, die Heilung auch vom Körper. No Limits. Danke, Doreen. Also, wenn ihr Fragen habt, echt haut sie in die Gruppe. Ich habe total Lust, immer mal wieder was zu beantworten, ein Video zu machen. Und eben gerade so Sachen, ich meine, weißt du, wie viele Leute wirklich so viel Geld ausgeben, weil sie, danke, Doreen, verzweifelt Hilfe suchen. Und ich sage nicht, dass die die Hilfe spenden wollen, dass die das Böse meinen. Aber es ist halt immer noch von einem Standpunkt aus, wo es zu, sage ich jetzt einfach mal, zu menschlich ist und noch fehlersuchend ist, ja, Hilfe, die Fehler sucht, sucht eben nicht die Wahrheit. Menschen in die Wahrheit zu bringen, ist für mich das Einzige, was wirklich richtig, richtig hilft, gegen alles, was noch irgendwie auf Basis von Lüge und Böse und so weiter entstanden ist. Und da müssen wir nicht irgendwie kleckern, sondern da müssen wir klotzen, ja? Wir müssen echt die Wahrheit rausklotzen, damit keiner mehr leiden muss und irgendwelchen Blödsinn über sich und andere und die Welt glaubt. Kann's ja nicht sein. Muss ich zuerst die Lügen wegräumen oder zuerst in die Liebe gehen? Das ist eine gleichzeitige Geschichte. Ich glaube nicht, dass du hundertprozentig in die Liebe gehen kannst oder in die Wahrheit, weil Liebe und Wahrheit ist übrigens für mich das Gleiche, wenn du noch irgendeinen einschränkenden Quatsch glaubst. Irgendetwas Beschränkendes, weil die Liebe, die ist überall, zu jeder Zeit, zu jedem Ort, absolut mit hundertprozentiger Power da. Und die hat eben, die ist nicht an Bedingungen geknüpft, genauso wenig wie die Wahrheit. Also Liebe und Wahrheit ist absolut identisch. Dann kannst du noch Gott dazu nehmen, dann kannst du noch Geld der unbeschränkten, Feld der unbeschränkten Möglichkeiten, reines Bewusstsein. Das ist alles dasselbe. Und Lüge und Liebe schließen sich hundertprozentig gegenseitig aus. So ist es, genau. Geht gar nicht. Und was ist eine Lüge? Alles, was böse, was schlecht ist, was einschränkend ist, was niederschmetternd ist, was verletzt, das ist alles eine Lüge. Und jedes Mal, wenn du von der Liebe, von der Wahrheit getrennt bist, von dich gut fühlen, glücklich fühlen, begeistert sein, dann weißt du, dass da irgendwo eine Lüge ist, die dich regiert und die dich einschränkt. Das ist hartes Brot. Weil es halt nicht so ist, wie wir immer reden. Aber das sind auch die ganzen Einschränkungen, die dich daran hindern, deine Passion, deine Begeisterung. Dein, alles das, was du wirklich machen möchtest, das hin, du machst es nicht, weil du irgendeine Lüge glaubst, weil du irgendeine Einschränkung glaubst, weil du glaubst, dass du irgendeine Bedingung nicht erfüllst. Deswegen machst du das nicht, worauf du richtig Bock hättest. Deswegen sagst du nicht, was du wirklich, wirklich sagen möchtest, weil diese Angst und diese Einschränkung, dass du Fehler machen könntest, dich einfach zurückhält und deswegen kannst du nicht aus der Wahrheit rausleben. Und um das mal so klar zu sagen, bin ich eben in der Badewanne gewesen, bin früher rausgegangen, habe gesagt, so, jetzt machst du heute das live und jetzt machst du es einfach und redest mal genau das, was du in deinen Coachings sagst, das redest du jetzt super öffentlich. Jeder kann dich darauf ansprechen, jeder kann dich darauf nachfragen. Du weißt es jetzt so genau, dass das, wie du es denkst, wie die Zusammenhänge sind, dass
dass das stimmt und dass du jede Frage beantworten kannst. Und jetzt wachst du das Türchen auf und sitzt da in deinem Pyjama und haust die Wahrheit raus. Und das ist das Heilsamste, was jeder von euch tun kann. Seine Wahrheit zu sprechen, aus der Wahrheit herauszuleben. Und klar ist es nicht einfach, klar braucht es Mut, klar braucht es vielleicht ein bisschen Anlauf. Und genau deswegen unterstütze ich und unterhelfe ich in diesem Coaching. Und ich habe jetzt zum ersten Mal dieses Magic Mind für nur 6 Wochen, weil ich denke, die, die da bereit sind, voll reinzutauchen, da reichen 6 Wochen. Dann kannst du selber weitergehen, weil dann hast du die Basis. Und die Basis brauchst du, um aus der rauszuleben. Und solange du das eben nicht machst, werden körperliche Wehwehchen nicht weggehen komplett. Werden Krankheiten nicht weggehen? Wirst du dich nicht komplett frei fühlen? Wirst du dich nicht komplett okay fühlen? Wirst du dich nicht komplett annehmen können in jeder Situation, solange du nicht aus dieser Wahrheit, aus dieser Basis, aus dieser göttlichen Intelligenz, liebenden Intelligenz, die du bist, die du nämlich bist, wenn du aus dieser liebenden Perfektion, nenne ich es auch noch, weil du auch perfekt bist, aus diesem Wissen rauszuleben, das ist das schönste Geschenk, was du dir machen kannst. Und es hat nichts mit Arroganz, Überheblichkeit oder sonst was zu tun, sondern es hat was mit bedingungsloser Liebe zu tun und die darfst du dir zuerst selber schenken, weil wenn sie bedingungslos ist, dann kannst du auch das Herz aufmachen. Dann gibt es keine Herzmauer mehr, da gibt's gar nichts mehr, dann sagst du nicht, dich kann ich lieben, dich kann ich nicht lieben, du darfst mich lieben, ich darf dich nicht lieben, du, bla bla bla, weißt du schon, da dieses ganze eingeschränkte Zeug. Nee, dann sagst du, hey, alles, was Liebe ist, da habe ich voll Bock drauf. Alles, was sich gut anfühlt, habe ich voll Bock drauf. Ist mir doch egal, ob das jetzt angebracht ist oder nicht. Ist doch mir egal, wie die anderen darüber denken. Ich will Liebe spüren, ich will Liebe rausknallen und ich weiß, ich kann es bedingungslos machen. Es gibt keine Einschränkung, es gibt keine Strafe, ob ich es tue, ob ich es falsch tue, richtig tue. Wenn ich es mache, ist es immer richtig. Yes. Genau. Und wenn es vorher abgebrochen ist, ich denke mal, ihr könnt es nochmal anschauen und es hat dann keine Unterbrüche. Und dann könnt ihr mir noch drunter schreiben. Und wer sich für Magic Mind interessiert, nächsten Mittwoch noch, kann mir auch schreiben. Und wer denkt, ich bin nicht ganz dicht, der kann die Gruppe verlassen. Wer denkt, ja, die hat ja vielleicht doch irgendwie ein bisschen was kapiert und sagt es auf eine Art und Weise, wo es andere kapieren, der darf Leute in die Gruppe einladen. Genau, so schaut's aus. Und jetzt sind wir alle frei und glücklich und gehen mega happy ins Bett und haben uns riesengroß selber lieb und schlafen ganz, ganz gut. Tschüss, 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 ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Danke fürs Herzchen. Ciao, ciao, Doreen. Danke, danke. Huhu, leider erst jetzt. Eben, kannst nachher noch angucken, Katrin. Ciao, ciao.